Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Sim World 3 und heute sind wir endlich unterwegs. Intercity 715 von Dortmund nach Oberstdorf, Allgäu. Wir fahren diesen Zug hier von Koblenz nach Mainz und ihr seht schon BR 103. Wir fahren ernsthaft dieses Ding hier. Na, dieses. Schaut es euch an. Die Baureihe 103. Ist das nicht toll? Es ist unglaublich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Gestern ist das Ding rausgekommen. Ich bin immer noch mega gehypt. Und ja, wir öffnen direkt mal die Türen, dass wir keine Zeit verlieren. Ich rüste das Ding mal auf. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung. Dann der Bremsschlüssel. Irgendwie flimmert mein Bild so. Ich muss mal schnell in meinen Grafikeinstellungen hier vom... Na? Ging das nicht mit... Ah doch, jetzt geht's auf. Genau, und zwar dieses... Ich meine, dass dieses Bildschärfen, das macht das so ein bisschen komisch. Genau, okay. Mal schauen, ob das sich direkt aktualisiert. Ein bisschen flimmert's immer noch. Ich glaube nicht, dass man das in der Aufnahme sieht. Egal. Wie Michael Wendler sagen würde, dann machen wir doch direkt mal... Nee, Spaß beiseite, dann machen wir doch direkt mal hier... Ah nee, ich habe doch schon alles an. Wir brauchen doch gar nichts mehr. Ich bin noch nicht so drin hier mit dieser Lokomotive. Zumindest noch nicht so extrem. Spitzenbeleuchtung normal. Alles wunderbar. Super. Ja, dann schauen wir uns doch mal ganz schnell das hier an. Also wir sind im Jahr 1997 in Koblenz am Hauptbahnhof. Wir haben die Baureihe 103 in Rheingold. Also oder in Trans-Europe Express Lackierung. Mit dem Deutsche Bahn Logo. Und wir haben die alten Intercity-Wagen in Orientrot. Wunderschön, wie ich finde. Hier haben wir unser, naja, nicht ganz so digitales, sondern eher analoges Passagierinformationssystem. Ein schönes Blatt Papier oder so, das hier drin steckt. Mehr oder weniger, wo dann draufsteht, dass wir hier heute von Koblenz nach Mainz fahren. Linke Rheinstrecke. Weiß nicht. Eigentlich fahren wir ja von Dortmund ins Allgäu. Also von dem her, weiß nicht so ganz. Aber es ist trotzdem cool. Leider gibt es hier keine Anzeigen, keine, naja, Displays wollte ich schon sagen. Es waren damals ja keine Displays. Waren ja so analoge Dinger. Das ist jetzt hier zum Release noch nicht drin. Mal schauen, ob das noch irgendwann kommt. Hier sehen wir eine Baureihe 110 in Orientrot mit mintgrünen N-Wagen. Es ist einfach wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Und wir sollen die Türen verriegeln, lösen und machen uns, lösen die Bremse und machen uns jetzt auf den Weg entlang des Rheins. Auf der linken Rheinstrecke, von Koblenz aus gesehen, fahren wir rechts am Rhein vorbei bis Mainz. So, wir hören schon, das Ding hört sich an wie mein PC. Nein, das war Spaß beiseite. Der Kühler dreht hoch. Oder was auch immer das ist. Ich denke mal, es ist der Kühler. So, es müsste gerade. Sekunde. So. Es müsste. Oh, nochmal. Mein Stuhl gerade gequietscht haben. Also wenn man irgendwas knarzen gehört hat, war das mein Stuhl. Ich habe mich gerade unter den Schreibtisch gebeugt und noch meinen Subwoofer hier angeschaltet. Ich möchte schließlich auch einen guten Sound haben. So, und wir gehen jetzt mal Tempo an. Jetzt nehmen wir den Lichter vorne an. Ja, sieht gut aus. Ah, oh, ist das? Das ist doch. Es ist ein Traum. Träumchen. Ein Träumchen ist das. Der Wahnsinn. Gut, ich werde sowieso noch mal versuchen, einen Thumbnail zu machen, wenn wir dann am Rhein entlang fahren. Jetzt hier, das war eher so spontan gerade mal ein bisschen. Wir fahren direkt ins Grün. Ich habe ein bisschen zu viel aufgeschaltet, aber wir dürfen sowieso jetzt gleich 130, nee, 140 sogar. Ach, ist das geil. Ist das genial. Schaut es euch an, das ist so Wahnsinn. Und das ist im Prinzip jetzt offiziell die allererste Strecke in Trains in the World generell, die in Deutschland spielt und ja, vor 2000 spielt sozusagen. Also wir haben ja mit Bremen-Oldenburg eine Strecke, die in 2009 spielt, aber jetzt haben wir hier mit der linken Rheinstrecke eine Strecke, die in 1997 spielt, beziehungsweise Ende der 90er. Und wir haben hier einen schönen alten Intercity. Ich finde das grandios. Und ich habe auch schon in den Creators Club mal reingespickelt. Ich werde ja gar nicht hinterherkommen mit Szenarien.
die ich unbedingt fahren möchte. Es ist ja der Wahnsinn. Und ich habe gesehen, die Baureihe 110 in Orientrot kann auf allen möglichen deutschen Strecken gefahren werden, wo auch die verkehrsrote Baureihe 110 gefahren werden kann. Das finde ich cool. Mit den mintgrünen M-Wagen ist es, glaube ich, noch nicht so. Die fahren nur hier. Die Baureihe 103, die wir jetzt hier gerade fahren, die ist auch noch so als Leerzuglokomotive mehr oder weniger. Hier ist der Rhein, hier sehen wir ihn zum ersten Mal. Die ist als Leerzuglokomotive nutzbar in Bremen-Oldenburg, glaube ich, zwei Dienste. Und hier auf dieser Strecke kann man aktuell den IC1 mit zwei Diensten, einen frühmorgens, einen spätabends fahren. Beziehungsweise wenn die Strecke hier in Bad Vilbel-Stockheim oder wie es heißt, die Niddertalbahn, wenn die rauskommt, ist gerade das Wort einfach nicht in den Sinn gekommen. Wenn die Niddertalbahn rauskommt, dann können wir hier auch mit der, jetzt habe ich die Bezeichnung nicht auf dem Schirm, mit dem kleinen Dieseltriebzug können wir ja dann auch fahren, der dann mit dabei ist, ihr wisst schon, wobei 600 irgendwas. Wunderbar. Und wir schlängeln uns jetzt am Rhein entlang bis Mainz nonstop. Es sind nicht alle Dienste mit der 103, sind hier nonstop, die meisten natürlich schon. Es ist natürlich ein Intercity, aber es gibt auch Dienste, da hält der Intercity unterwegs noch einmal. Oder vielleicht sogar zweimal, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich habe auf jeden Fall einen Dienst gesehen, wo man auf jeden Fall einmal hält zwischendrin. Und für die Bummelzüge gibt es natürlich dann die Baureihe 110 mit den mintgrünen N-Wagen. Schon ist das Ganze hier bunt und schön 90er Farben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem die Baureihe 103, die gefällt mir gut. Die hat dann noch so ein bisschen eigentlich eher 70er Jahre Flair statt 90er Jahre Flair. Zumindest vor allem auch in diesen Farben. In Orientrot wäre es vielleicht eher 90er Flair. Das ist ja nicht das als nach 2000 Geborener beurteilen kann. Naja, ihr wisst Bescheid. Von meinem Gefühl halt, ist die Lok eher 70er. Da ist sie ja auch sozusagen in Betrieb genommen. Das wäre auch mal cool, so eine Strecke Trains in World in den 60ern, wo der TEE, also der richtige Trans-Europe Express hier unterwegs ist. Also zum einen von mir aus die Baureihe 103 mit Rheingoldwagen und aber halt dieser Dieseltriebzug hier halt. Das war gar kein Triebzug, das war einfach eine Lok vorne und hinten, aber der wurde so designt, als würde er aussehen wie ein Triebzug. So wie ein IC1, ne? Der ist auch eigentlich kein Triebzug, der hat eine Lok vorne und hinten, die aber dann so verkleidet ist, dass es aussieht wie ein Triebzug. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, den TEE, den hätte ich da gerne. Ich weiß leider nicht die Baureihenbezeichnung. Das wäre cool, so 60er Jahre. Oder Lufthansa Airport Express. Also Stuttgart-Frankfurt. In den, ja, weiß nicht, wann der gefahren ist, in den 18ern, müsste mir auf die Sprünge helfen. Da bin ich dann doch nicht drin in dem Game. Aber eben diese Baureihe 103 hier mit, ich weiß aber in den 90ern, mit Intercity-Wagen, aber als Lufthansa Airport. Ich glaube, da werde ich auch ein Design im Creators Club spielen. Mir gefällt das so gut, der Lufthansa Airport Express mit diesem Gelb-Weiß, dass ich den unbedingt, glaube ich, im Creators Club machen möchte. Und da kommt uns schon der erste Intercity entgegen. Ist das schön. Ach, ist das gerade schön. Okay. 140 fahren wir jetzt hier. Und wir fahren langsam Rhein in den Rhine Valley. Ins Rheintal. Sehr sehenswerte Trains in World Strecke. Also in echte sind natürlich auch sehenswert, aber wenn wir jetzt hier mal in Trains in World Strecken sprechen und die miteinander vergleichen. Mir fallen wenige ein, die auch so schön sind, also aus Deutschland. Ich meine USA, Cane Creek, Cajon Pass, die sind natürlich schon extrem, extrem gut, ist aber halt auch ein ganz anderes Biom, wollte ich schon sagen. Also ist halt Wüste, Canyon und so. Und hier sind wir im Rheintal und das ist super gut gemacht. Ihr werdet auch gleich sehen, wir werden um so eine Kurve fahren, fast schon sagen, so eine Hufeisenkurve. Das ist extrem geil. Ihr werdet sehen, was ich meine. Okay, so. Wir
drücken uns hier irgendwie um die Kurve. Ist das hier schon? Das ist hier schon. Okay. Achtung, es wird schön. Es wird richtig schön. Rechts übrigens Weinberge. Ich finde ja, wenn es Weinberge gibt, soll es auch Lachberge geben. Lustig. So, jetzt, pass auf, genau, das hier ist schon, wir sehen schon diese Kurve, es ist genial, oder? Jetzt pass auf. Muss mal ein bisschen bremsen, wir müssen gleich 110. Es ist so genial, es ist einfach so genial. Die Bäume laden natürlich ein bisschen spät nach. Was heißt spät? Also sie laden so nach, wie auf anderen Strecken auch, aber hier fällt es halt auf. Aber ich finde das verkraftbar. Und hier sehen wir erstmal schon mal schöne Weinberge. Aber so an sich, ich gehe mal nach draußen. Fahren wir jetzt hier gleich in die wunderbar, wunderschöne Kurve. Mit unserem Intercity in den 90ern, ist das nicht geil? Ich lasse das einfach nur mal wirken. Ich lasse die Bilder jetzt mal wirken, ohne reinzukommen. Es ist einfach ein Kinder. Schön. Ja, vor allem auch dieser Blick in diese Richtung hier ist grandios. Aber auch der Blick in diese Richtung. Und die schönen oben roten Wagen, die C-Wagen. Ach, ist das. Es ist so wunderschön. Ja, genau. So, bevor ich Copyright Strike bekomme, weil ich so gut singen kann. Jetzt sehen wir es nochmal eindrücklich, diese Kurve, die ich meine, die auch der Rhein hier macht. Wunderbar. Wunderbar. Okay, wir müssen uns nochmal wieder aufs Zugfahren uns konzentrieren. Sonst wird das hier mischt. Ah, nämlich schon im roten Bereich hier. Au, oh, ach. Grüne Neun, ich merke gerade, gar kein PZB an. Ich würde sagen, wir lassen das einfach aus. Genießen erstmal die Strecke hier. Ich bin ja eh viel zu geflasht. Bevor wir 50 Zwangsbremsungen haben, machen wir die PZB. Nächstes Mal vergesse ich es nicht. Keine Sorge. Ja, ich habe so das Gefühl, dass die nächsten Wochen eigentlich nur linke Rheinstrecke-Content kommt hier auf meinem Kanal. Weil ich das so halte und ich möchte mit euch natürlich auch noch dann den mintgrünen N-Wagen, den Karlsruher Kopf fahren, beziehungsweise die Baureihe 110 in Orientrot fahren. Dann natürlich nicht nur auf der linken Rheinstrecke, sondern vielleicht auch andere Szenarien auf anderen Strecken mit diesen Zügen hier. Also ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr 90er Jahre Deutschland vom Content her. Ich werde versuchen, es trotzdem ein bisschen durchzumischen, aber jetzt am Anfang, also vermutlich heute, also die Folge jetzt, ne? Und am Dienstag, wo wir dann den Regionalzug hier fahren werden. Da bleiben wir nochmal auf der linken Rheinstrecke, dann variieren wir vielleicht auch ein bisschen mit den Strecken, mit den Szenarien. Ich habe auch ein eigenes Szenario erstellt, Intercity in den 90ern, München-Augsburg. Da habe ich einen Intercity, allerdings mit der Baureihe 101, also späte 90er, ne? Also 1998 oder 99 spielt das dann. Mein eigenes Szenario, ich werde das dann auch im Creators Club hochladen, aber erst wenn ich es hier auf dem Kanal veröffentlicht habe. Oder kurz vorher. Da ist quasi sozusagen das Setting Ende der 90er, wie gesagt, und da fährt dann du fährst selbst dann den Intercity mit der Baureihe 101, die da dann recht neu ist, sozusagen. Die hat allerdings Interregio-Wagen hinten dran, also in Fernblau. Und ja, vielleicht nenne ich es auch Interregio, warum eigentlich nicht? Mach noch einen Zwischenhalt rein oder so, aber ich habe halt aktuell nur halt in München-Pasing und dann in Augsburg. Naja, auf jeden Fall schön mit KI-Verkehr. Es fährt die Baureihe 110 mit den N-Wagen als Regionalzüge hin und her. S-Bahn ist halt leider ein bisschen schwierig, weil S-Bahn München haben wir leider noch nicht die Baureihe 420. Da habe ich improvisiert und habe die Baureihe 425 genommen, die halt
im Spiel am ältesten aussieht, weil die neue Baureihe 423 ist halt zu modern für die 90er. Da fahren dann also ältere 425er, die ein bisschen schäbig aussehen. Das passt dann auch. Wobei damals waren sie ja auch nicht. Also, ich weiß gar nicht, sind doch aus den 90ern, oder sind die anderen 2025? Aber genau, also da habe ich dann so eben improvisiert. IC1 ist natürlich unterwegs, ist ja klar. Und jetzt werde ich das Szenario noch mal ein bisschen überarbeiten und natürlich hier auch noch mal die Baureihe 103 mit den orientroten IC-Wagen einfügen, sowie auch vielleicht noch dann die mintgrünen N-Wagen mit der orientroten Baureihe 110. Das wird schon. Also ich glaube, das wird cool. Das Szenario an sich hat mir schon Spaß gemacht. Ich wollte es auch so schon aufnehmen, als ich dann rausbekommen habe oder mitbekommen habe, dass hier die linke Rheinstrecke noch am Start sein wird. Mit diesem Rollmaterial, dann dachte ich, ich warte noch mal ab. So, wir fahren durchs nächste schnuckelige kleine Dorf. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, es sei mir verzeiht. Verziehen, verzeiht, Gottes Willen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay, links ist der Rhein. Deswegen heißt es auch linke Rheinstrecke, weißt du? Nee, ist dann eigentlich, es müsste ja, also ich bin da jetzt leider hier kein Mann vom Fach, wenn es hier die linke Rheinstrecke gibt, also theoretisch aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist das hier ja die linke Rheinstrecke. Dann müsste es doch auch eine rechte Rheinstrecke geben, oder? Sonst würde sie ja nicht linke Rheinstrecke. Ey! Kommt uns hier so ein alter Regio entgegen und macht uns den Schock. Mamma mia! Die ganze Zeit kommt uns nichts entgegen. Ist das cool? Ist das cool? Sehr schön. Okay. Auch hier haben wir nochmal so eine kleinere Kurve drin. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben thematisch? Ich hab's jetzt vergessen. Ich bin total erschrocken, dass wir von diesem Radio, dass unsere Kamera davon verschoben worden ist. Aber ich hab's auch nicht drauf mit den Geschwindigkeiten gerade, oder? Das ist unfassbar, oder? Ja, und dann ist ja so, dass nächste Woche Donnerstag die Niddertalbahn auch noch rauskommt. Also ich weiß ja nicht hier, so viel Zeit habe ich ja nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich bin froh, dass ich jetzt gerade im Moment Zeit habe, ein bisschen, um die linke Rheinstrecke aufzunehmen. Ich möchte euch aber auch natürlich die Niddertalbahn nicht vorenthalten. Dementsprechend, mal gucken. Ich habe eigentlich nächstes Wochenende nicht wirklich Zeit. Also muss ich mal schauen, wie ich das Donnerstagabend hinbekomme. Kann ich aber nichts versprechen. Vielleicht lade ich die Folge und gucke es trotzdem am Freitag hoch. Ja, müssen wir schauen. Also da muss ich irgendwie improvisieren. Es wird aber alles möglich sein. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Ansonsten kommt das halt erst die Woche drauf oder so. Was natürlich schade wäre, aber wie ist es halt so? Dann ist es halt so. Ich kann leider, oder ich möchte auch nicht meinen kompletten Zeitplan komplett verbiegen. Dafür mache ich das hier leider noch nicht professionell genug. Das ist halt ein Hobby und da ist es dann leider mal so, dass beruflich, familiär etc. im Freundeskreis einfach ein paar Dinge stattfinden, für die ich leider aus Kanalsicht leider, aus meiner Sicht natürlich selbstverständlich nicht dann Trains im World spiele, wenn irgendjemand Geburtstag hat beispielsweise. Also da bleibe ich dann nicht zu Hause, um ein Video aufzunehmen. Ich denke, das ist soweit verständlich. Sonst wäre auch irgendwas falsch. Also klar, Trains im World ist ein tolles Spiel, aber wenn dann jemand Geburtstag hat, jemand zu Besuch ist, wenn ich natürlich von der Arbeit her was zu tun habe, etc., vom Studium und so weiter, dann kann ich leider nicht. Leider. Also das wäre natürlich ein Träumchen, aber leider kann ich nicht alles stehen und liegen lassen für den Kanal. Kleiner Traum, natürlich. Also hauptberuflich hier Trains im World aufzunehmen, das wäre natürlich schon schwierig. Aber ist jetzt auch nicht. Nicht so, dass das unbedingt so sein muss. Ich habe Spaß hier dran, egal ob hauptberuflich oder in der Freizeit, sonst würde ich es ja nicht tun hier.
Und solange mir ein paar Leute hier zugucken und ihren Spaß haben, lade ich das auch gerne auf YouTube hoch. So, geben wir wieder ein bisschen Gas. Und schlängeln uns weiter am Rhein. Ah, ist das schön. Es gibt mir auch so ein, ja, was heißt so ein 90er-Jahre-Feeling? Ich kann ja eigentlich kein 90er-Jahre-Feeling haben. Wie gesagt, ich habe in den 90ern nicht erlebt. Noch nicht erlebt. Dementsprechend weiß ich da eigentlich nichts von dem Gefühl. Ich vermische auch vielleicht manchmal so mein Anfang 2000er-Gefühl, wo ich dann sozusagen frisch auf der Welt war. Dieses Lebensgefühl, sage ich jetzt einfach mal, projiziere ich dann auch manchmal so in die 90er. Und die 90er kenne ich natürlich nur aus Film, Video, Bildern etc., Erzählungen, ja, Büchern. Und so habe ich mir so mein eigenes Bild der 90er Jahre, die ich natürlich nicht selbst erlebt habe, gemacht. Das löst ein gewisses Gefühl in mir aus, wenn ich so an 90er denke. Nicht ausschließlich positiv, aber wenn ich jetzt mal das positive 90er Jahre Gefühl nehme, das kommt hier auf jeden Fall bei mir auf, dieses positive 90er Jahre Gefühl. Und ich meine damit alles andere als früher war alles besser. Also klar, schönere Züge sind rumgefahren, wenn man das hier sich mal so anschaut. Nee, aber mal ganz unabhängig davon, das ist ja auch Geschmackssache. Ist das, also ich kann ja nicht sagen, die 90er, also früher war alles besser, ich hab's ja selbst gar nicht erlebt. Kann ich ja gar nicht vergleichen. Deswegen brauchen wir das Thema auch nicht vertiefen. Weißt du? Ich kriege irgendwie, also das gibt's ja gar nicht, wir fahren ja für linken Rheinstrecke. Mein, ich sag mal, Ursprungsakzent, Ursprungsdialekt ist ja eigentlich Schwäbisch. Eigentlich bin ich ein Schwab, bin ich auch immer noch. Aber wenn wir hier auf der linken Rheinstrecke fahren, kriege ich irgendwie so einen rheinländischen Akzent. Das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das akkurat für den Bereich hier imitiere, aber das ist auch nicht mein Ziel. Aber ich kriege hier automatisch schon so einen Schleng, kriege ich hier rein. Oder so ein Horschlemmer, weißt du? Obwohl, der kommt ja aus Grevenbroich, der schafft aber im Grevenbroich und Dachblatt. Aber schafft war jetzt auch was, was nur ein Schwabe sagt. Der schafft ja beim Grevenbroich und Dachblatt. Da würde der Rheinländer nicht sagen. Als Schwabe ist tatsächlich auch so, dass es ganz furchtbar ist, wenn Leute, die nicht schwäbisch sind, versuchen, Schwäbisch zu sprechen. Und deswegen, ich habe so den Eindruck, andere Dialekte nicht so schlecht imitieren zu können. Aber ich denke mir immer, wenn ich mich so reinversetze, sagen wir mal, ich imitiere jetzt Bayerisch und versetze mich hinein in den Kopf des Bayers, der mir gerade zuhört, wie ich Bayerisch imitiere, dann denke ich mir immer so, es muss doch für den genauso unangenehm sein, wie für mich, wenn jemand Schwäbisch versucht zu sprechen, der es nicht kann. Also, was heißt nicht kann, aber der es einfach nicht nativ spricht, sag ich jetzt mal. Es scheint also für Nicht-Schwaben schwierig zu sein, einfach diese, ja, ich sag mal, diese Sprachenfarbe, also diese Klangfarbe irgendwie nachzumachen. Ich überlege gerade, wie ist das denn, wenn Hochdeutsche, oder nicht Hochdeutsche, aber Nicht-Schwaben Schwäbisch sprechen? Also, das kann ich jetzt auch nicht nachmachen irgendwie. Aber es klingt halt nicht wie ein Schwab. Wenn ihr jetzt schwätzt, also wenn ihr jetzt Schwäbisch schwätzt, dann klingt es halt. Ja, ihr denkt nicht drüber nach, es passiert halt. Keiner verstört mich und fertig ist. Und selbst wenn es ein Hochdeutscher mit Leichtigkeit versucht und sogar kann, oder generell, ich sage immer Hochdeutscher, mit Hochdeutschem meine ich nicht Schwabe. Es ist so, es gibt nur Schwäbische Hochdeutsche. Nee, und Bayerische. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ich weiß gar nicht. Also, geht das euch auch so? Also, nicht als Schwabe, sondern geht das euch als, egal ob ihr jetzt Hochdeutsche seid oder Sachsen oder Rheinländer oder Berliner, ist das für euch auch so cringe, wenn andere, die den Dialekt nicht von Grund auf sprechen, wenn die das dann versuchen zu sprechen? Ist das für euch auch so cringe oder ist es nur bei Schwäbisch der Fall? Das ist
sind die spannenden Fragen des Lebens, während wir uns hier immer noch schön kurvig bei guten 90 km/h entlang des Rheines mit unserem Intercity hin und her wiegen. Oder oben sehen wir einen Castle, wo ist halt der Wahnsinn. Ach, ist das schön. Wir haben immer noch 40 Kilometer nach Mainz. Wir fahren noch. Jetzt haben wir 47, das heißt 57. Ja, wir fahren noch eine halbe Stunde. Lecco Mio Fetto Grande. Wir sind noch eine Weile unterwegs mit unserem einfach extrem genialen Zug. Pass auf. Wenn wir jetzt auf dem Tempo sind, dann suche ich mal eine schöne Perspektive mit der Außenkamera. Wir sind jetzt auf 140, dann stelle ich das Ding auf 140. So. Ach, den Gegenverkehr nehmen wir doch schnell mit. Ziemlich viele ICs unterwegs hier, habe ich das Gefühl. Uns kam erst ein Regio entgegen, den haben wir nicht gesehen, weil ich da gerade mit der Kamera draußen war. Der hat mich dann ja weggeschubst. Und schon drei ICs oder so. Und ein Güterzug. Wenn es richtig funktioniert. Okay, nein, da ist auch eine Brücke geflogen. Wir suchen uns schnell mal hier einen Spot. Nachher stehe ich im hellen Spot. Und kenne nur über den Wolken. Okay. Oh, da vorne wird es nochmal schön. Jetzt schauen wir, dass wir hier unserem Zug mal hinterherkommen. Shop. Oh, ist das toll. Dass die Baureihe 103 endlich in Trains in World ist. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Nee, so. Jetzt gucken wir mal. Weißt du? Vielleicht von hier. Oh, ein Träumchen. Schaut euch das an, es ist der Wahnsinn. Das ist genial. Wir müssen, glaube ich, schnell auf die 120. So, lösen. Okay. Ich dachte gerade an diesen Sketch von Otto Walkes. Mit diesem, was war denn das? Waschen. Das ist irgendwie ein ganz alter Sketch. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich habe nur dieses Waschen im Kopf. Ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Naja, egal. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Hier hinten auch so ein bisschen durch den Gang gucken. Ich will jetzt, dass man nicht durchlaufen kann. Moment, ich zeige euch mal schnell, was ich meine. Schnell. Also, man kann hier aufmachen, man kann die Tür hier aufmachen, rausgehen, man kann hier ein bisschen reinlaufen, aber hier ist Schluss. Ich frage mich, warum man nicht ganz durchlaufen kann. Aber gut, ist, glaube ich, halt so nett. Ich möchte jetzt nicht... Huch, Auto, weg da! Sag mal, Schranken sind zu, warum fährst du da durch? Immer diese Autofahrer in den 90ern. Die fahren durch. Da rennst du zu eine Schranken. Da fährst du zu eine Schranken eigentlich. Naja. Ich bin gespannt, wo hier. Also das weiß ich halt leider nicht, in welchem Bereich dann hier die der Dieseltriebzug von der Niedertalbahn gefahren werden kann. Nämlich auch um die 30 Fahrplandienste hier dazu kommen. Naja. Ich finde, wir fahren zwar 130, es fühlt sich aber durch dieses Schlängeln, durch dieses Kurvige hier so ein bisschen an, als würden wir gerade so mit 80 fahren oder so. Dabei sind wir eigentlich ganz fix unterwegs.
Ja, wie gesagt, das einzige Manko, dass die Berge, die ein Stückchen weiter weg sind, dass die Bäume da immer ein bisschen später nachladen. Das ist aber, wie gesagt, nichts Neues in Trains in World. Damit müssen wir leben und wir kriegen das auch hin. Worauf ich vorher noch hinaus wollte, wir haben hier die rechte Rheinstrecke, es muss doch auch eine linke Rheinstrecke, Quatsch, wir haben hier die linke Rheinstrecke, es muss doch auch eine rechte Rheinstrecke geben, oder? Weil irgendwie, die haben sie vermutlich nicht verlegt, logisch, aber dass man so von weitem, also ich dachte irgendwie, aber da drüben sieht es immer so ganz so kahl aus, als würde da würde gar keine Bahnstrecke lang passen. Also wenn wir das uns hier angucken, schön mit Mauer etc. Und da drüben ist einfach nichts. Da sind ein paar Häuser, da ist ein bisschen Weinberg, aber fertig. Oder oben ist das nächste Castle. Ich glaube 26 Burgen, Schlösser, wie auch immer, Burgen, ja, sind hier entlang der Strecke. Aber noch die schönen Häuser hier rechts. Es ist toll, es ist einfach toll. Hat auch so ein bisschen Bodensee-Vibes. Also ich war halt noch nie hier am Rhein, deswegen kann ich da keine Vibes generieren, aber so, weiß nicht, Promenade. Ich meine, am Bodensee fährt, glaube ich, kein Zug so extrem nah am Bodensee vorbei. Also schon am Bodensee, aber jetzt nicht so, dass da links direkt der See ist, sondern da ist dann immer noch so ein Stückchen Wiese zwischen. Aber ich hatte so ein bisschen Bodensee-Vibes, das muss ich schon sagen. Aber das wäre auch cool. Irgendwie so, na gut, Stuttgart ist ein bisschen weit, aber nehmen wir Ulm, aber das ist eigentlich auch zu weit. Bahnhof deiner Wahl, Biberach, was weiß ich, Biberach an der Ries, nach Friedrichshafen. Aber auch Friedrichshafen-Lindau zusätzlich, dass man so ein bisschen ein Stück am Bodensee entlang fahren kann. Und dann fährst du Friedrichshafen, oder von mir ist Friedrichshafen Bregenz. Das heißt, du fährst von Friedrichshafen bis Bregenz, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall, weil die Züge hören, glaube ich, in Lindau-Insel oder Lindau-Reutin, je nachdem, wie man auf. Naja, aber irgendwie wäre es schon möglich. Und dann auf Lindau-Insel. Jetzt nächste halt Lindau-Insel, das wäre schon. Das wäre richtig gut. Aber wohl doch, ja, ich glaube doch. Also ich würde sagen, so zwischen Lindau und Bregenz fahren die Züge doch eigentlich direkt am See lang, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das ist dann schon ÖBB, glaube ich. Das sind schon die Österreicher, die da fahren. Railjets, Cityjets und so weiter. Und dann hast du da diese Seebühne, diese Bühne, die auch in James Bond Inspector mit drin war. Naja, ich glaube, da geht noch viel. Also so am Bodensee eine Strecke hätte ich nichts dagegen. Aber bevor wir jetzt hier in Träumereien verfallen, genießen wir erstmal die linke Rheinstrecke mit der Baureihe 103. Es ist immer noch grandios. Ich könnte stundenlang hier in der Außenkamera das Ding angucken. Es ist der Wahnsinn. Ach, schön. So. Da ist schon wieder, glaube ich, ein Auto voll in uns reingefahren. Das klappt noch nicht so mit dem Bahnsteigen. Bahnübergängen. Naja. Obwohl, doch hier klappt das jetzt. Also das Auto wartet, das Gelbe. Na denn? Oh, wir sind ja ein bisschen schneller. Oh Gott, deswegen. Vor lauter Schwärmerei hier. Also vom Fahrspaß hier ist das schon. Ist schon gut. Aus meiner Sicht. Mir macht Trains and World sowieso Spaß. Und alles andere ist dann toll schon aus meiner Sicht. Ich trinke jetzt mal ein kleines Schlückchen aus meiner Kamera. So. Wieder bei 120, das gibt's auch gar nicht. Aber da können wir ja auch gleich bleiben, müssen wir sowieso gleich sein. Machen wir das doch so. So, jetzt sind es noch 20 Minuten. Dann sollten wir in Mainz sein. Sofern alles klappt. Ein bisschen Ruckler.
Zumindest ich hatte gerade ein bisschen Probleme an der Aufnahme, weiß nicht, wird man wahrscheinlich auch sehen. Ja, es ist nicht 100%, ich mach mal ganz kurz F3. Ja, wir fahren so mit im Schnitt 48, 50, also 50, sagen wir mal 50 FPS. Das sollte eigentlich schon okay sein. Aber hin und wieder ist es ja üblich, dass bei Train Sim World ein paar FPS-Einbrüche gang und gäbe sind, leider Gottes, aber mir hat das nie so gestört. Also FPS, klar, wenn du mit dauerhaft 20 FPS das Ding spielst, dann macht es keinen Spaß, aber ja, gut, ich meine, jetzt das ist schon nervig, so ein Ruckler wie gerade. Aber so ganz grundsätzlich, ob das 50 oder 60 FPS sind, ist ein Unterschied, weiß ich. Ich sehe den Unterschied auch, aber mich tangiert das nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher so der Grafiktyp, also lieber ein bisschen bessere Grafik, dafür ein bisschen schlechtere Leistung. Ich weiß, dass das einige vielleicht auch anders sehen. Und lieber ein bisschen bessere Leistung haben und dafür nicht ganz 100% die Ultra-Grafik, aber ich stelle immer gerne alles auf Ultra und probiere das aus. Und wenn es dann, ja, wenn es dann nicht zu sehr ruckelt, dann lasse ich das eigentlich mal so. Das Problem ist, dass bei Train Sim World ist es gar nicht mal so nur wegen den Grafikeinstellungen. Wäre das der Fall, dann würde ich für die Aufnahme das immer ein bisschen runterstellen. Aber es bringt halt nichts. Also wenn ich die Grafikeinstellungen auf hoch nur stelle, statt auf Ultra oder sogar auf Mitte, dass man meinen PC easy packt, dann hat Train Sim World trotzdem immer mal wieder so Einbrüche. Guck mal, hier haben wir irgendwie so einen Ausläufer. Ich weiß nicht, was das für ein Fluss ist, der hier in den Rhein mündet. Kann ich leider nicht sagen. So, und wir dürfen gleich 160. Dürfen gleich 160 und fahren auch langsam, aber sicher auf Mainz zu. Oder ist ein Bus? Das ist aber gefühlt, sind das gar keine 90er Jahre Busse, das sind ja schon so 2010 Busse vom Alter her. Also 90er sahen die Busse ein bisschen anders aus, liebe Entwickler. Aber will ich mal nicht so pingelig sein. Die waren halt ihrer Zeit voraus. Hier in der Nähe von Mainz. So, 160. Und es kommt uns endlich ein Regio. Ne, ein Güterzug mal wieder hin. Erstaunlich wenig Regios hier unterwegs. Aber dafür schon, wie gesagt, drei in der City oder so gesehen, wenn sie entgegen kamen. Eine spannende Sache. Ist eine spannende Sache. Ja, die Kiste hier, die kann ja eigentlich 200 anfahren. Das können wir auf anderen Train Sim World Strecken auch ausprobieren. Hier auf der Rheinstrecke ist die maximale Geschwindigkeit 160. Und die haben wir jetzt erreicht. Ich weiß nicht, wie ist das, wenn wir hier dieses Ding auf 160 stellen? So. Hält das dann die Geschwindigkeit? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ne, es gibt Gas. Na gut. We are on our way to Mainz. Ist der Rhein noch da? Hallo, Rhein. Der ist da wahrscheinlich ein Stückchen weiter hinten. Naja, okay. Mal gucken. Ja, den spektakulärsten Teil der Strecke haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Also dieses Geschlängel am Mainz, am Rhein entlang. Im Rheintal sozusagen. Das ist schon. Schmackhaft. Haben sie gut umgesetzt. Muss man ehrlich sagen. Ja, das haben sie schon gut hinbekommen. Ach, ist das immer noch. Ich bin immer noch geflasht.
die Baureihe 103. Das war einer der Züge, den ich mir von Anfang an gewünscht habe in Train World. Seit das Ding rauskam, dachte ich mir, ach komm, so ein Baureihe 103 in Rheinland, auch hier hin. Wie schön wäre das denn? Aber die Entwickler haben sich erstmal für ganz viel Verkehrsrot entschieden. Und ganz viel moderne Sachen. Das jetzt endlich mal ein bisschen älter wird. Ich finde ja eine Mischung gut, also ich mag die neuen Sachen schon. Die modernen Strecken mag ich auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was aus den 90ern, vielleicht auch mal was aus den 80ern oder noch von früher. Dampflok, was auch immer. So viel Mischung wie möglich, auch von Deutschland. Und jetzt ist tatsächlich, kommt uns der nächste Intercity entgegen. Also die Intercity-Züge sind hier deutlich öfter unterwegs als Regios. Das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, vielleicht haben ja die Intercity-Züge auch verschiedene Ziele. Also die fahren halt hier die linke Rheinstrecke und ab Koblenz geht es woanders hin. Wir kommen ja aus Dortmund. Vielleicht fahren die anderen nicht nach Dortmund, sondern einer fährt nach Dortmund, der andere sonst wohin. Aber die Regios sind dann quasi nur so einmal pro Stunde oder so. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht die Fahrpläne in den 90ern waren. Ich bin es schon jetzt mittlerweile gewöhnt, dass mindestens halbstündig ein Zug fährt. Da kommt noch ein Intercity. Ja, jetzt wird es langsam dubios. Wir müssen irgendwo in Nash zeigen. Modern damals. Okay, Vollgas. Also nicht Vollgas, aber zumindest mal 160. Eigentlich so türkis, eher, gefällt mir eigentlich schon immer gut, aber auch mintgrün. Ach, und die Wagen, also die N-Wagen mit mintgrün, das ist einfach ein Traum. Das ist ein Traum. Aber ich habe auch die orientroten IC-Wagen mitgenommen. Beziehungsweise auch im selben Design mit Fernblau, also die IAE-Lackierung mehr oder weniger. Genial. Die habe ich ja selbst erstellt für die AVMMZ und BPMMZ. Von der Baureihe 101. Geradeaus, wenn ich das richtig weiß. So ist es. Ja, ein kleines Stück und dann sind wir hier schon ganz nah am Netz. Wird aber auch langsam Zeit, dann knapp 10 Minuten knapp. Gut 10 Minuten. Dann müssen wir da sein. Dann sehen wir auch den Mainzer Hauptbahnhof in den 90ern.
Ach, gucke. Da haben wir ihn doch, Emilio. Karlsruhe kommt voran. In Mintgrün. Warum ruckelt es genau jetzt? Das ist doch unfassbar. Na gut, aber wir haben ihn gesehen. Ich finde auch das der Kontrast. Der ist diese orientrote Lok mit den mintgrünen Regio-Waggons. Ach, ist das schön. Das ist einfach schön. Da geht mein ja, Bahn-Nostalgie-Herz einfach auf. Zumal ich als Kind ja schon auch noch mit N-Wagen gefahren bin. Die waren zwar schon verkehrsrot und nicht mintgrün, aber ja, als Kind fuhren immer nach Stuttgart, ging es immer mit dem Zug. N-Wagen. Heute sind da Triebzüge unterwegs. Zwischendurch waren auch mal Dostos am Start, bevor jetzt, wie gesagt, Triebzüge unterwegs sind. Auf meiner Kindheitsstrecke sozusagen. Naja, Kindheitsstrecke wäre jetzt der falsche Begriff, aber ihr wisst schon. Auf meiner bekannten Strecke. So. Die 10 wird uns angezeigt, also 100, das heißt, da müssen wir also langsam. Sag mal, jetzt ist aber hier so eine Ruckelparty, das gefällt mir gar nicht. Das hatte ich auch bei meinem ersten Testlauf nicht. Also ich bin die Strecke einmal gefahren. Das war nicht der Fall, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber es war Gott sei Dank jetzt nur an vereinzelten Stellen der Fall. Nächster Halt, Mainz Hauptbahnhof. Ach, schön. Bisschen Gas geben wir nochmal. Das sind noch 1,4 Kilometer, bis wir 80 müssen. Das ist wieder zu viel des Guten. Ein Stück mal die Uhr abgestellt. Dann sind wir aber ordentlich früh hier. Naja, auch nicht schlecht. Das Geruckel gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Da muss ich nochmal nachgucken, was das Problem ist. Wie gesagt, das war gestern nicht so, als ich die Strecke schon mal gefahren bin. Na, hier sind ein paar Züge abgestellt. Links Intercity-Wagen, rechts auch und natürlich auch mal ein Regio. Was ist das denn? Also es ist doch nervig. Das gibt's ja gar nicht. So, wir fahren in den Zielbahnhof. Mainz Hauptbahnhof.
Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Da links ist ein Regio, unten in der City nochmal. Huch, Grafikfehler. So. Und hier sind wir also in Mainz Hauptbahnhof. Die Uhren so cool. Kommen wir mal mit 40. Wo fährt der denn hin? Hier steht es nicht drauf. Hier steht nur linke Rheinstrecke. Okay. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich zeige euch schnell die Uhren. Na, komm, hör auf mit dem Geruckel. Spiel. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Okay. Ah, die Karte habe ich leider nicht ausgefüllt, sonst hätte ich euch das auch gleich noch zeigen können. Sag mal, was ist das mit dem Geruckel? Das gibt's doch nicht. Da ist doch irgendwas am PC gerade falsch. Naja, ich werde das prüfen. Das ist die Uhr. Schön verpackt in so einem eher 80er-Jahre-Design sozusagen. Huch, Alter, was ist denn los gerade? Das ist doch nicht zu fassen. Also irgendwas stimmt hier noch nicht. Wir werden es verkraften können. Ich bedanke mich an dieser Stelle, denn ich denke, jetzt ist vorbei. Fürs Zuschauen. Wir gucken gleich noch auf die Auswertung. Ja, so ist es. Ziel erfüllt. Und wir kriegen, weiß nicht, ob wir eine Goldmedaille kriegen. Wir kriegen Silber. Naja, können wir damit leben. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ihre nächsten Anschlüsse. Das neueste Video. Oder ein anderes Video, das dich interessieren könnte. Direkt gegenüber.